Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Ja, hast du dich auch schon mal gefragt, was für ein Tier du bist? Diese Frage habe ich mir jetzt vor ein paar Minuten gestellt und wir gehen jetzt rein in einen Tiertest. Heute finden wir heraus, was für ein Tier ich bin. Es gibt 10 Fragen, die Fragen werde ich ehrlich beantworten und dann sehen wir, was für ein Tier ich bin. Erste Frage: Bist du eher schüchtern oder extrovertiert? Was würdet ihr sagen? Ich bin beides, finde ich. Ich finde, ich bin beides, Chat. Ich bin beides. Ich bin sowohl als auch. Ich würde sagen, weder noch. Ich würde sagen, normal. Eins, wenn ihr sagt, ich bin normal, vom Ding her. Gut, wir nehmen zwei. Für welchen Urlaub würdest du dich entscheiden? Partyurlaub auf Malle, Safari in Afrika, Tauchurlaub, ich hasse Tauchen, Roadtrip durch die USA. Oh, ist schwierig. Entweder der Roadtrip oder Safari. Ich sag euch ehrlich, Roadtrip ist es. Wie sieht deine aktuelle Wohnsituation aus? Ich lebe alleine, ich lebe bei meinen Eltern, ich lebe in einer WG, ich lebe mit meinem Partner zusammen. Ob ihr wollt oder nicht. Wie groß bist du? Bist Unter du jetzt höher als 1,65? hier? Zwischen 1,65 und 1,85? Und über 1,85. Chat, ich bin 1,84. 5 Euro Cap, sicher da braucht ihr nicht Cap reinschreiben. darf ich. Also ich bin 1,84, also zweites. Machst du viel Sport? Sport ist mein Leben. Hin und wieder ja. Ich bin ein Sportmuffel. Da wissen wir alle die Antwort, Chat. Welche Antwort ist es? Eins, zwei oder drei? Es ist die Eins. Welchen Film würdest du dir lieber anschauen? American Pie, Indiana Jones, Die fabelhafte Welt der Amelie, Madagaskar, Into the Wild, Star Trek. American Pie, Klassiker. Bist du ein Mann oder eine Frau? Ich bin ein Mann. Mit deinen Freunden steht ein Ausflug an. Welche Rolle übernimmst du? Ich kümmere mich um die Organisation und verteile die Aufgaben. Ich lasse mir eine Aufgabe geben. Das können die anderen besser planen. Ich halte mich dabei weitgehend raus. Kommt drauf an, ich würde aber fast sagen, eins. Ich kümmere mich dann um die Organisation. Ja, eins ist es. Vorletzte Frage. Welche Schwäche trifft am ehesten auf dich zu? Ich bin oft launisch, ich bin ziemlich stur, ich überschätze mich oft selbst, ich bin anderen gegenüber eher verschlossen, ich bin sehr oft unpünktlich. Also da gibt es viele, viele Sachen, Chat, die zutreffen. Ja, ihr sagt, es ist die 3, oder? Okay, Chat. Ich überschätze mich oft selbst. Würdet ihr sagen, ich überschätze mich oft selbst? Hä? Hä? 2 Ist Euro es das, für was ihr mein mir hier gerade wieder unter die Nase reiben Ladegerät. wollt? Also, ich bin oft launisch. Tatsächlich, ja, Chat. Ich bin oft launisch. Das stimmt. Ich bin aktuell auch wirklich, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich bin unfassbar gereizt. Ich bin aktuell, Chat, wie so ein brodelndes Süppchen, was sehr schnell überkochen kann. Ich habe es gemerkt, als ich mein Motorrad umgebaut habe. Und ich lüge euch nicht an. Ich sage euch das nicht, weil das irgendwie dann unterhaltungsmäßig ist. Ich bin richtig ausgerastet. Ich bin richtig ausgezuckt. Ich stand neben mir, Chat. Ich stand wirklich neben mir. Ich war so sauer. Also, weiter. Ich bin oft launisch, ja. Ich bin ziemlich stur. Chat, würdet ihr sagen, ich bin stur? Würdet ihr sagen, ich bin stur? Nee? Ich würde sagen, ich bin schon stur. Ich bin schon ein Sturkopf. Doch, bin ich. Ich überschätze mich oft selbst. Das habe ich noch nie gemacht. Da weiß ich auch nicht, wie ihr drauf kommt. Auf keinen Fall. Ich bin anderen gegenüber verschlossen. Ja, kommt drauf an, mit wem ich bin. Ich bin sehr oft unpünktlich. Das ist auch nicht. Also entweder ist es launisch oder stur. Ich sage, ich bin mehr launisch. Ich bin schon launisch. Ja. Launisch ist es. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rosa, grün, gelb, schwarz, blau, violett, rot, orange. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe eigentlich keine Lieblingsfarbe, Chat. Aber wenn es eine Lieblingsfarbe, also wenn ich jetzt eine auswählen müsste von allen, dann würde ich, glaube ich, grün nehmen. Ich glaube, dann würde ich grün nehmen, Chat. Ich nehme grün. Und das ist auch die letzte Frage, Chat. Nachdem ich hier drauf geklickt habe, Chat, werden wir hier live im Stream erfahren, was für ein Tier ich wäre, wenn ich ein Tier wäre. Okay? Ich klicke auf grün in 3, 2, 1. Oh, okay. Jetzt zum Ergebnis. Ergebnis in 3, 2. Oh, ich hoffe, es ist ein cooles Tier. 3, 2, 1. Ein Hai? Du bist ein Hai und bei den Menschen leider weniger beliebt? Und das, obwohl jährlich gerade mal etwa 5 Menschen durch einen Haiangriff ums Leben kommen. Zumindest der Respekt ist dir gegeben. Ja. Übrigens, bis jetzt hatten 5,8 der Testteilnehmer auch dieses Ergebnis. Ich gehöre zur Minderheit. Ja. Und ja, ich finde aber eigentlich ist ein Hai ganz cool. Ich würde sagen, Chat, ein Hai ist ein cooles Tier. Oder? Eins, wenn Hai cool ist. Ich weiß zwar nicht, was das hier mit die wenigsten mögen dich gemeint ist, weil das ist nicht der Fall, wie man hier sehen kann. Ihr mögt mich alle. Und ja, also es ist okay für mich. Ich finde, ein Hai ist ein cooles Tier. Ich weiß es nicht, ob ein Hai so gut zu mir passt, aber naja. Das war's auch schon mit dem Tiertest. Ab heute könnt ihr mich Moji den Hammerhai nennen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn das überhaupt ein Video war. Ich hoffe nicht. Bis bald, dein Mochi.